In der Bezirksliga empfängt heute der TuS Mosella Schwaich den Tabellensechsten FC Bitburg. Am 8. Spieltag noch waren die Schwaicher auf Platz 11 und nun sind sie Tabellenführer. Auch wenn das vielleicht nur eine Momentaufnahme ist zum Titelkandidaten, macht es sie trotzdem. Bei den Bitburgern hingegen läuft es nicht ganz so rund. Die Mannschaft von Fabian Ewerts hat die letzten Spiele verloren. Vom Aufstieg in die Rheinlandliga wagt hier deshalb keiner mehr zu sprechen. Zwei völlig unterschiedliche Ausgangssituationen und wer die Nerven behält und die Punkte heute mit nach Hause nimmt, das zeigen wir Ihnen jetzt in unserer Spielzusammenfassung. Hier im Winzerkeller ging es für den TuS Mosella Schwaich heute um viel. Nach dem Sieg der SG Schoden gestern gegen die SG Hochwald-Zerf galt es nun, den Vorsprung auf die Titelkonkurrenten auszubauen. Nach fast 20 Minuten dann ein kurzer Trubel vor dem Tor der Gäste. Eine kurz ausgeführte Ecke sorgte für Aufregung im 16er. Doch Schwaich machte daraus nichts und lässt das 0:0 stehen. Das Spiel war sehr taktisch geprägt. Beide Mannschaften war klar, wer den ersten Fehler macht, kassiert das erste Tor. So bemühte sich Schwaich, mehr Druck nach vorne auszuüben. In der 29. Minute ein langer Ball auf Alexander Schabo. Der zieht ab, doch Daniel Ternes im Tor der Eifler verhindert das 1:0. 5 Minuten später läuft es dann besser für die Heimmannschaft. Auf der rechten Seite hat André Steffken viel Zeit zum Flanken. Markus Oltmanns steht goldrichtig und macht das 1:0 für die Schwarz-Blauen. Schwaich machte über weite Teile das Spiel. Immer wieder kamen sie gefährlich in die Hälfte der Bitburger. 5 Minuten vor Ende der ersten Halbzeit erwischte Alexander Schabo den Ball, doch der Schuss geht übers Tor. In der letzten Minute der ersten Halbzeit wollte es der Moselaner Marc Pitsch dann noch einmal wissen. Am Mittelkreis zieht er ab. Bitburgs Keeper Daniel Ternes, von der Sonne geblendet, sieht den Ball zu spät und es steht 2:0. Mit diesem Sonntagsschuss geht es schließlich auch in die Pause. In der zweiten Halbzeit versuchen beide Mannschaften weiter den Druck nach vorne zu erhöhen. 7 Minuten nach Anpfiff der zweiten Hälfte hat Arthur Schütz die Möglichkeit zum Anschlusstreffer, doch der trifft nur die Latte. Schwaich direkt im Gegenzug startet den Angriff, doch der Schuss von Markus Oltmanns kann der Eifler Keeper abwehren. Auch den Nachschuss kann der Torwart abwehren und somit bleibt es beim 2:0. Auch der TuS bleibt am Ball, gewillt die Kugel in Richtung Bitburger Tor zu brechen. Der Ball kommt von der rechten Seite und Bitburg Sven Himplers schenkt den Schwaichern das 3:0. In der letzten halben Stunde passierte dann nicht mehr viel. Damit gewinnt Schwaich mit 3:0 und kann die Tabellenspitze vor Zerf und Geisfeld erklimmen. Bei mir sind jetzt die beiden Trainer, rechts von mir vom FC Bitburg Fabian Ewerts, links von mir Jochen Weber von der TuS Mosella Schwaich. Herr Weber, herzlichen Glückwunsch zum 3:0 Sieg. Ja, Ihre Offensive macht ja ein richtiges Feuerwerk da vorne. Ja, wie würden Sie sich das erklären, dass das im Moment so gut läuft? Ich meine, Sie haben am 8. Spieltag noch auf Platz 11 gestanden. Ja, das ist wirklich kurios. Wenn man das Hinspiel betrachtet, da hatten wir 11 Punkte Rückstand auf Bitburg und jetzt haben wir, glaube ich, 11 Punkte vor. Das ist schon Wahnsinn, was für eine Entwicklung genommen haben. Liegt auch viel damit, dass wir im Moment wirklich alle Mann an Bord haben, also bis auf die 3 Kreuzbandrisse, dass wir 18, 20 Leute im Training haben und vorne wirklich die Qual der Wahl haben. Ne? Also der Markus Oltmanns war vor Wochen war er noch auf der Bank und jetzt trifft er wie im Fließband. Also es ist eine schöne Situation, die wir natürlich versuchen, so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Wie stark schätzen Sie denn die Konkurrenz von Zerf und Geisfeld? Sehr stark. Ich meine, gut, Zerf ist, glaube ich, einen Punkt hinten dran und Geisfeld ist punktgleich mit uns. Also von daher, das wird ein enges Rennen und ja, aber wir sind dabei und das ist schön und das ist ein gutes Gefühl. Spannend bis zum letzten Spieltag wahrscheinlich. Ja, Herr Ewerts, Sie haben gesagt, eigentlich wollten Sie heute hier die Null halten. Ganz so geklappt hat es ja dann nicht. Was läuft denn im Moment bei Ihnen in der Abwehr schief? Also ich meine, das ist jetzt, ich glaube, das 4. Spiel in Folge, wo Sie halt keine Punkte mitgenommen haben. Ja, ist korrekt. Eigentlich sogar das 5. Aber wir haben 2 vor der Winterpause verloren und jetzt 3 in Folge.
Oh, ich kann das eigentlich gar nicht sagen, dass wir es zu Beginn so schlecht gemacht haben. Natürlich gab es immer mal die ein oder andere Halbchance. Wie es 1-0 fällt, ist dann natürlich super bitter, weil im Mittelfeld, wo wir vielleicht in den Zweikampf gekommen wären, steht der Schiedsrichter dann unserem Sechser, wie jetzt eine doofe Ausrede, danach kann man es noch immer verteidigen, weil es kommt, geht über den Flügel, wir sind in der Mitte in Überzahl, also schlecht zugeordnet. Da fehlt es aber dann auch halt an unserer Entschlossenheit, und die Entschlossenheit bei Schweich ist zurzeit natürlich zu 1000% da. Ja, das zweite ist ein Sonntagsschuss aus 40 Metern, der allerdings jetzt auch nicht unhaltbar aussah. Schwer zu sagen, klar, die Sonne stand tief und er trifft ihn perfekt, aber mit einem Halbzeitpfiff so ein Ding, ja, kommt man schwer wieder. Dann aber eigentlich aus der Halbzeit ganz gut gekommen. Und in der Phase, wo man dachte, ja, wenn jetzt einer fällt, geht nochmal was, kriegen wir einen sehr, sehr guten Angriffsspielzug, der zum 3-0 führt mit einem Eigentor. Ja, das ist gegessen. Spiel ist rum und nichtsdestotrotz hat heute ganz klar die bessere Mannschaft gewonnen. Brauchen wir auch nicht drum herum zu reden. Was ist denn so, wenn Sie jetzt mal aufs Saisonende so schauen, was ist denn so Ihr Ziel, was Sie jetzt sagen, was Sie jetzt bis zum Saisonende erreichen wollen? Weil vom Aufstieg kann man, glaube ich, nicht mehr so wirklich reden. Nee, Sie haben das ja eben eigentlich schon ganz gut analysiert, als Sie sagten, in der Spitzengruppe mit Zerf, Geisfeld und Schweich, da werden wir nicht mehr genannt. Ist aber auch gut so, da haben wir auch nichts zu verloren zurzeit. Ja, wir haben 11 Punkte nach unten, wir haben 11 Punkte nach oben. Ja, ich meine, besser kann man es gar nicht analysieren. Wir stehen im kompletten Niemandsland und da gehört man zur Zeit aber auch hin, muss man einfach so sagen. Gut, vielen, vielen Dank. Bedanke ich mich bei den beiden Trainern und verabschiede mich hier aus Schweich, wo Schweich mit 3-0 gewonnen hat.